Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 mit mir, Wolfman Tony und dem guten Lizard. Wahrscheinlich hast du recht. Genau. Ja. Wir sind gerade dabei, munterlustig Drogen an den Mann zu bringen. Und das sind wir jetzt schon 3 Tage lang in Folge. Und wir haben noch wie viel übrig? Das werden wir gleich mal nachgucken. Wo finde ich jemanden, der mir ungefähr 50 Couchdinge abkauft? Nein, ich denke nicht, dass man sowas fragen kann. Abgesehen davon haben wir nur noch 8. Das heißt, eine halbe Runde, dann ist schon alles weg. Wunderbar, wunderbar. Ich höre dich. Dann haben wir es ja gleich, ne? Ganz genau. Ich hab... Dann werden wir noch... Jetzt sind wir 7. Din. Blade kauft dir auch was ab? Ja klar, kauft mir Blade was ab. Hey, Blade. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Der böse Blade, der... Ja, also ich würde sagen, auf der anderen Seite, also jetzt rechts nochmal weiter. Da geht's auch noch weiter. Ja, ist doch egal hier. Du bevorzugst jetzt gerade die linke Seite. Du bist, ja... Ja, damit die bekifft sind, damit die von den anderen getötet werden. Ja, aber du musst ja alle im neuen Lager gleichmäßig das bekifft machen, sodass das alte Lager sich überrennen kann. Na ja, gut, nein. Wenn nur ein paar kämpfen können, die anderen eh schon tot sind, dann passt das. So. Wie viel haben wir denn noch? Noch 4? Dann haben wir es schon geschafft. 4 Crouchstängel, dann haben wir es und dann... Dann reiten wir dem Kerl das noch unter die Nase, dass wir ihn gerade betrogen haben und mit dem Geld abhauen. Was? Ja, irgendwie so hatte ich das gedacht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Was, du willst das Geld wieder haben? Ach so, das erklärt so einiges. Aber ich hab's schon verbraten. Was? Das ist ja so nett. Ich hab's für Reiswein ausgegeben. Reiswein. Wir trinken doch keinen Reiswein. Den guten ich hab aus dem neuen Lager. Meinst du den schlechten? So, alles verkauft. Auf zum Bob. Dealer im Tavernen. Gerät. Der Gerät. Wir müssen jetzt nochmal Eintritt bezahlen. Glaube ich aber nicht. Wäre blöd. Wäre ziemlich blöd. Ja. Dann müsstest du nämlich einfach mal laden und dem auch noch Kraut geben, sodass du da reinkommst. Das können die. Stimmt. Verdammt. Aber. Es ist unwahrscheinlich, dass er jetzt nochmal Geld verlangt. Das macht nur Bloodwind. Aber der verlangt ja auch weniger. Ich könnte ihn auch aus der Ferne einfach umschießen. Kannst du so gut schießen? Nein. Also. Er spricht dich nicht an. So, dann speichern wir erstmal ab. So, und dann reden wir mal mit der Nudel hier. So. Gucken wir mal, was er sagt. Also, bei den 200 Erz. Ich hab das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. war eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Du könntest ihn jetzt natürlich auch versuchen umzuklopfen. Dir dein Geld wiederholen. Dann speichern wir auf dem zweiten Safe mal ab. Zweiter Safe ist immer gut. Ja, yeah. Attacke! Mal sehen wir gleich. Verdammt! Das geht nicht. Vor allem, da ich irgendwie nicht mehr zu lang sowas konnte, nicht nochmal! Weil du ihn nicht anvisiert hast. Fail. Aber... Vielleicht erstmal auf Distanz und ihm Pfeil in den Rücken jagen? Nee, ich treffe ihn nicht. Ja, auf keine so große Distanz, sondern nur so... Ich werde dann, glaube ich, eh noch von den anderen verprügelt. Das zählt dann ja als Kampf. Was hast Waffe du mit runter, sonst... Die Waffe weg! Ich treffe nicht. Mal sehen, wer gleich Staubschluck. Verdammt. Steck die Waffe weg! Steck endlich die Scheißwaffe weg! Also, dann doch... Ja, wenn er die Waffe nicht wegpackt... Wieso auch immer... Also, nochmal ausprobieren. Aber diesmal, wenn du alles richtig machst, kriegst du ihn sogar kaputt. Theoretisch gesehen. Du darfst dich halt nicht in die Ecke drängen lassen oder so. Ja, deswegen stelle ich mich auch hier hin. Komm schon. Mal sehen. Verdammt. Das wird ein knapper Kampf, aber... Schlag doch mal zu. Ja, genug. Verdammt. Versuch sowas nicht nochmal.
Er hat zu schnell kombiniert. Kombiniere. Das ist jetzt der Safe, bevor du dein das Erz abgegeben hast, das weißt du? Es ist egal, das passt schon. Zumindest habe ich nicht auf Abspeichern gedrückt. Wär blöd. So. Eine 200, 500 Erfahrungspunkte bekommen, jetzt ihn niederklotzen und nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Nein, ich schaff das eh nicht. Du musst es nur richtig machen, dann kriegst du das auch hin. Nee, ich hab somit schon mal ganz viel Zeit totgeschlagen. Bei wem hast du das denn versucht? Bei diesem komischen Rentner, nein, nix Rentner, bei diesem Grimm oder wie der hieß. Den musste ja aus dem Lager und dann draußen verprügeln, weil wegen Bloodwin und so. Ach so. Und das hat nicht so pralle funktioniert. Wer ist das denn hier? Ist das nur ein Bandit? Wieso gehst du denn hier lang? Wieso tust du das? Weil sein Skript das vorschreibt. Was musst du gerade eigentlich machen? Was ich gerade machen muss, ist eine gute Frage. Shrek's Hütte. Ja. Ich kann mit ihm auf jeden Fall nicht reden. Und... Also ich kann Shrek Anja nicht davon überzeugen, weil ich nicht mit ihm reden kann. Du musst ihn verprügeln. Das habe ich schon mal versucht, das ging kläglich in die Hose. Dann vielleicht versuchst du es jetzt nochmal, du hast ja jetzt 10 Lebenspunkte mehr. Wow. Ach ja, den Lurker wollte ich ja noch. Stimmt, das könnte ich mal machen. Ich weiß noch nicht, ob ich den schon fertig kriege, aber das klingt doch schon mal vielversprechend. Ja, mal ausprobieren. Genau. Okay. Genau, da wir ja total die Harten sind, springen wir da jetzt einfach so vom Damm runter. Nein, besser nicht. Ja, vorher speichern wir natürlich. Ja, okay, das klingt schon besser. Ja. Wir machen einen schönen Körper mit Doppelsalto natürlich. Das geht allerdings nur, wenn man Akrobatik sich geholt hat. Oder so. Oh, verdammt. Musste ich überhaupt hier runterspringen? Ich glaube nicht. Stimmt. Ich wage das zu bezweifeln. Warte doch, der Lurker ist unten am Damm. Laut ihm soll der auf der anderen Seite des Sees sein. Andere Seite des, ja, aber vom Damm springen ist immer cool. Ja, okay. Das hat's jetzt so sehr gebracht. Rüberschwimmen. Oder einfach... Okay, rüberschwimmen. Ja. Oder einfach hier langlaufen. Das in zwei sieht das hier alles auch sehr schön aus. Was ist denn das denn hier für Hütten? Eine... Okay, ich dachte schon, das wäre eine Truhe. Aber leider nur ein Fass. Hier ist nix, oder wie? Hier sind Betten, hier könnte ich pennen. Das ist wahrscheinlich für die Bauern draußen. Trotzdem kann ich hier pennen. Die bemerken das doch nicht. Ich kann das schon mal ziehen. Nee, weil vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Hier wird ja nicht wie ein Screamer mit einem Bild auftauchen. Plopp. Und dann steht ein Lurker da. Da oben auf dem Felsen müsste der sein, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist auch so ein markanter Punkt. Ja, und es wurde ja auch gesagt, dass er auf dem Felsen ist. Und oh, da ist ein Lurker auf dem Felsen. Dann erst so ein bisschen annähern, dann speichern und dann niederklotzen. Jetzt speichern. So. Jetzt anschleichen und niederklotzen. Hätte ich bei Skyrim oder Oblivion gesagt. Da das bei Gothic aber überhaupt nichts bringt. Anrennen und kaputt machen. Verdammt! Das hätte ich kaputt machen. Keine gescheiten Zauber. Was ist das denn? Er hat nicht wenig Schaden. Ich glaube, er kriegt gar keinen Schaden. Cool. Ich könnte einen meiner neuen Zauber benutzen. Pyrokinese. Genau. Vielleicht bringt das ja was. So, wo haben wir das denn hier? Also, Pyrokinese-Equipment. Verdammt. Mana-Kosten zu hoch. Ja. Und Mist aber auch. Vielleicht schießen wir einfach auf ihn. Oh, ich treffe eh nicht, oder? Verdammt, er kommt. Also hast du ihn getroffen. Gedrückt. Nein. Nee, so wird das nicht. Da muss ich noch besser werden. Verdammt. Und dann probieren wir nochmal Shrike. Nein, den schaffe ich nicht. Darauf wette ich. Ich glaube, ich hatte schon die gleichen Sachen alles. Ich glaube, den schaffst du eher als den Lurker. Ja, okay, das würde ich auch sagen. Aber abgesehen davon ist der Part jetzt auch sofort zu Ende. Und dann verabschiede ich mich mal. Und dann werden wir beim nächsten Mal Shrike versuchen kaputt zu prügeln. Und dann noch zur freien Mine gehen, würde ich mal sagen. Also, bis dann. Ciao.